Der Besuch im Totenreich. Vor langer Zeit einmal lebte in der Mondstadt am Hofe des Königs Mondsonne ein Spaßmacher. Er hieß dreimal schlau. Sein Verstand war klar und geschärft und seine Unterhaltung stets witzig. Niemand konnte sich ihm vergleichen. König Mondsonne liebte seinen allenfalls reichen Diener sehr. Und so konnte es nicht ausbleiben, dass die anderen Höflinge ihm seine Stelle beim Hofe neideten und sich den Kopf darüber zerbrachen, wie sie ihn zu Fall bringen könnten. Aber was sie auch tun mochten, dreimal schlau wusste es stets, alles zu für seinen Gunsten zu wenden. Jedes Mal wusste er Mittel und Wege, sich in der Gunst des Königs zu behaupten, ja, sie zu festigen. Unter seinen Neidern gab es einen, der sich allen anderen gegenüber hervortat, den königlichen Haarschneider. Immerfort grübelte er darüber nach, wie er dreimal schlau aus dem Weg räumen könnte. Eines Tages trat der König wieder wie gewöhnlich vor seinen Hofstaat, um unter seine Diener die königlichen Arbeiten aufzuteilen. Die Edelleute und Hofbeamten waren alle zugegen, unter ihnen auch dreimal schlau und der Haarschneider des Königs, der Böses ausbrütete. Als die Königsarbeiten vergeben waren, fuhr König Mondsonne seine Rede fort und sagte, »Ich muss immer meine Vorfahren denken, die schon gestorben sind. Zu gerne wüsste ich, ob sie glücklich oder unglücklich leben da drüben in der anderen Welt. Ob es wohl einen Weg gibt, das zu erfahren?« Die Höflinge blieben still, denn sie hatten keine Antwort auf die Frage ihres Herrn. Der Haarschneider sah endlich einen Weg, wie er sich dreimal schlau vom Halse schaffen könnte. Er sprach, »Ich bin dein Sklave, o Großkönig. Ich sehe einen Weg, wie du die Verbindung zu den Vorfahren unseres Herrn herstellen wäre.« »Wie meinst du das?« fragte der König. »Wenn du Nachricht haben willst von deinen Vorfahren, o Herr, so brauchst du doch nur einen Menschen von Verstand und Klugheit zu ihnen zu senden. Der mag dir dann von ihnen erzählen.« So sprach der Haarschneider und der König fragte weiter, »Wie willst du das bewerkstelligen?« »Ich sehe nur einen Menschen, der so klug ist, dass es ihm gelingen könnte, dir von deinen Vorfahren Nachricht zu holen, und das ist dreimal schlau. Auf welche Weise er ins Totenreich gesandt werden soll? Wohlan, lass dreimal schlau auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Auf dem Rauch des Feuers wird er in die andere Welt fahren.« Der König hörte es und merkte sofort, dass der Haarschneider seinem Günstling dreimal schlau nach dem Leben trachtete. Aber er wollte wissen, ob dreimal schlau sich wohl auch diesmal wieder retten würde. Daher fragte er ihn an. »Was sagst du dazu, dreimal schlau? Glaubst du, dass er dir gelänge, mir Nachricht von meinen Vorfahren zu geben, wie der Haarschneider hier es vorschlägt?« Dreimal schlau wusste, worum es in dem Haarschneider zu tun war, aber er hatte schon einen Weg gefunden, wie er die Fallstricke meiden könnte. Als der König ihn fragte, gab er zur Antwort, »Der Wunsch des Herrn ist mir Befehl. Ich werde mein Leben lassen in deinem Dienst. Ich bin es zufrieden. Aber bevor ich jede Welt gehe, wie du es wünschst, bin ich dich um 5000 Silberlinge. Auch möchte ich noch vorher von meiner Mutter Abschied nehmen. In einem Mondumlauf will ich wieder zurück sein und meine Pflicht erfüllen, wie die Macht und Güte des Herrn mir gebietet.« Der König hörte es und gewährte die Bitte. Er wusste wohl, dass dreimal schlau durchtrieben genug war, um sich aus dieses Mal zu retten. Dennoch machte er sich insgeheim Sorgen um seinen Spaßmacher. Als dreimal schlau das königliche Silber erhalten hatte, reiste er zu seinem Geburtsort und lud die Nachbarn ein, mit ihm am Abhang eines Berges eine Höhle zu graben. Die Stelle hatte er ausgesucht, hier wollte er sich verbrennen lassen, um in die andere Welt zu gelangen. Durch den Berg aber ließ er einen Stollen legen, der in die Verbrennungshöhle mündete. Durch diesen Gang wollte er entweichen. Als die Grabungen fertig waren, tarnte er Eingang und Ausgang vor fremden Augen und ließ auf dem Scheiterhaufen eine Hütte errichten, die sich eng an den Abhang des Berges anlehnte. Als alles seinen Wünschen entsprechend vorbereitet war,
kehrte Dreimalschlau zum Palast zurück, warf sich vor König Mondsonne nieder und sagte: »Ich bin bereit, mich selbst zu verbrennen, um für dich in die andere Welt zu reisen. Ich bitte nur um eines. Lass, o Herr, die Verbrennung am Abhang des Berges in meiner Heimat vollziehen. Denn dort gibt es Geister, die mir gesagt haben, wenn ich auf geradem Wege in die andere Welt gelangen will, muss ich mich dort verbrennen lassen.« König Mondsonne ließ alles zur Zufriedenheit von Dreimalschlau erledigen und ließ ihn in einem Festzug zur Stätte der Verbrennung geleiten. Als sie den Berg erreicht hatten, bestieg Dreimalschlau den Scheiterhaufen und trat in seine Sterbehüttlein ein. Er ließ die Tür schließen und befahl dann mit klarer Stimme aus dem Inneren seiner Behausung Feuer anzulegen. Die Soldaten entzündeten den Scheiterhaufen. Dreimalschlau aber öffnete eine Hintertürlein, das in den Stollen führte, und machte sich davon. Schnell erfassten die Flammen die Hütte dort oben, und bald war nur noch Asche übrig. Alle Zuschauer waren Zeugen der Verbrennung gewesen, und niemand zweifelte, dass Dreimalschlau den Tod gefunden hatte. Seine Neider waren schadenfroh, und seine Bewunderer trauerten, denn keiner wusste die Wahrheit, dass Dreimalschlau sich längst in Sicherheit gebracht hatte. Die Zeit verging. Volle 6 Monate waren um. Wieder einmal trat der König vor seine Beamten und verteilte die königlichen Arbeiten. Da stand plötzlich ein Mann unter ihnen in verkohlten Gewändern und mit struppigem Haar auf dem Kopf und dem Gesicht einen strähnigen Bart. Mit großer Gebärde warf er sich vor den König Mondsonne nieder. Die Höflinge unter ihnen, auch der Haarschneider, staunten über den sonderbaren Fremden, von dem niemand wusste, wer es war, außer dem König allein. Denn der Herr erinnerte sich in Liebe an einen Mann, dem seine Gunst wie keinen zweiten gehörte. Er fragte: »Wer bist du, dass du es wagst, in solchem Aufzug hier hereinzukommen, und was ist dein Begehr?« Der Mann verneigte sich tief und sprach: »Herr, du kannst dich also meiner nicht mehr erinnern. Ich bin doch Dreimalschlau, dein bescheidenster Diener. Soeben komm ich aus deiner anderen Welt zurück, wohin du mich entsandt.« König Mondsonne und alle, die es hörten, wunderten sich über die riese Rede und schüttelten ungläubig ihre Häupter. Denn vor den Augen des Königs und seines ganzen Hofstaates hatte Dreimalschlau sich verbrannt. Nur Asche war vor ihm geblieben. Wie konnte er das Leben wiedererlangt haben nach seinem Tode? Seine Feinde witterten Gefahr, vor allem der Haarschneider, der sehr gut wusste, dass die Rückkehr seines Widersachers für ihn nichts Gutes bedeuten konnte. Gewiss würde nun Dreimalschlau sein Mütchen an ihm kühlen. König Mondsonne fragte: »Dreimalschlau, du bringst meine Botschaft von meinen Vorfahren? Was ist es?« Dreimalschlau warf sich nieder und sprach: »Allen deinen Vorfahren geht es gut. Glücklich sind sie vereint in jener Welt. Freuden aller Art genießen sie dort drüben. Nur eines fehlt ihnen.« Damit wendete er sich an den Haarschneider und fuhr fort: »Gnädiger Herr, schaut mich an. In der ganzen Zeit, die ich in der anderen Welt verbrachte, volle 6 Monate lang, mangelte mir nichts, außer einem Haarschneider. Alle Vorfahren unserer Königs müssen ihre Haar ungezähmt wachsen lassen, und der Schleier verhüllt ihre Augen, denn dort drüben gibt es keine Haarschneider. Deshalb haben mir der Königsvorväter befohlen, unserem Herrn den Auftrag zu überbringen: Sende uns den gewandtesten Haarschneider, den du besitzt.« Dreimalschlau hatte wendet. Nun wusste der König, dass die Bosheit des Haarschneiders gesühnt werden sollte. Der Haarschneider selbst merkte, dass es nicht gut um ihn stand, denn Dreimalschlau bediente sich seiner Klugheit, um ihn zu töten. Er dachte: »Das Schicksal, das es ihm zugedacht, nun kommt es auf mich zu, denn ich kann das Schlimme nicht abwenden wie er, der voll Schleue.« Der König ergriff wieder das Wort und fragte: »Haarschneider, du hast die Worte gehört. Ich will dich zu meinen Vorfahren senden, damit du ihnen dienen kannst. Du wirst gehen, nicht wahr?« Der Haarschneider wusste weder aus noch ein. Sollte er den Auftrag annehmen oder konnte er ablehnen? Aus Furcht vor der Strafe des Königs sagte er mit schwacher Stimme: »Was du befiehlst, o Herr.«
soll geschehen. Da ließ König Mondsonde die feierliche Entsendung des Haarschneiders in die andere Welt vorbereiten und alles genauso machen, wie es für Dreimal Schlau geschehen. Der war inzwischen nach Hause gerannt und hatte mit seiner Verwandten die Höhlen zugeschüttet. Als der Haarschneider nun von den Flammen berührt wurde, konnte er sich nicht retten. Das Feuer verzehrte ihn und er musste sterben. Nur wer klug ist, rettet sich aus Gefahr.